Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zu einem neuen Video des VPT. Mein Name ist Benjamin Alt, Justiziar des VPT, und ich bin heute wieder zusammen mit unserer Bundesvorsitzenden, der lieben Manuela Pentarelli-Rauschenbach. Hallo, Grüße. Heute wollen wir uns mit einem sehr spannenden Thema auseinandersetzen, nämlich Chiropraktik und Physiotherapie. Ich habe ja schon mal in diesem Jahr ein Video zu dem Thema Chiropraktik gemacht, weil mir war wirklich aufgefallen, dass in diesem Jahr und auch 2023 schon extrem viele Videos im Internet vor allem vorhanden sind über Chiropraktik. Da gibt es dann alle möglichen Menschen, welche Qualis die auch immer haben, die dann Leute einrenken, wo es laut knackt. Man macht dann immer genau das Mikro da, wo es am lautesten knackt. Und dann habe ich in einem Video einmal so ein Stück weit erklärt, was man vielleicht zu dem Thema Chiropraktik wissen sollte. Und die Manuela hat gesagt, lass uns doch das Thema Chiropraktik nochmal in Bezug nehmen auf die Physiotherapie und vielleicht, wo es da Reibungen gibt oder wo man vielleicht was wissen sollte, weil es gibt ja auch manche, die da nicht so ganz im Thema drin sind, und die wollen wir mal so ein bisschen abholen und auf die eine oder andere Sache hinweisen, vielleicht sogar im Zusammenhang mit dem Thema Blanko-Verordnung, was ja auch ein ganz aktuelles Thema ist. Manuela, ich würde mal an dich übergeben, sodass du uns vielleicht ein bisschen in das Thema auch reinholst und ein bisschen ja einführst. Ja, danke Benjamin. Jeder von uns Physios wird es kennen. Man macht im Laufe seiner Therapeutenkarriere etliche Fort- und Weiterbildungen, Manualtherapie und Lymphdrainage und alles, was es so gibt. Und dann gibt es auch viele Fort- und Weiterbildungen, wo man sich im Nachhinein dann, wenn man sich dann genauer mit den Themen beschäftigt, dann rausbekommt, das darf ich als Physiotherapeut oder Physiotherapeutin eigentlich gar nicht ausführen, diese Behandlung, Stichwort Osteopathie oder eben auch die besagte Chiropraktik. Und spätestens seit dem Podcast, den ich mir auch mal mit dir angehört habe, Benjamin, ist es ja wirklich so, dass man darauf auch achten sollte und muss als Physiotherapeut, als Angestellter, sowohl auch als selbstständiger Physiotherapeut, dass man sich dort ja rechtlich immer auf einem sicheren Pfad bewegt. Und das ist ja für uns auch ganz wichtig, dass wenn mal was ist, dass wir dort Rechtssicherheit haben und die Frage sich eben auch immer wieder stellt, ja, bei der Manualtherapie, da kann das ja auch mal knacken in Anführungsstrichen. Wir mobilisieren Gelenke und die Wirbelsäule. Und wo ist denn da jetzt der Unterschied? Und ab wann gehe ich denn da vom Physiotherapiepfad ab und begebe mich dann in eine Richtung, die vielleicht nicht so günstig ist, in einen rechtsfreien Raum sozusagen? Das müsstest du uns dann nochmal so ein bisschen erklären und näher bringen. Sehr gerne. Also zunächst mal müssen wir überlegen, im Gesetz steht dazu eigentlich gar nichts. Ja, also manche sagen, ja, was sagt denn das Gesetz dazu? Jedes Gesetz sagt weder etwas zur Chiropraktik noch Überschneidung und zur manuellen Therapie, sagt das Gesetz auch rein gar nichts. Das heißt, die Erkenntnisse, die wir dazu nehmen können, ergeben sich im Wesentlichen aus der Rechtsprechung. Und es gibt auch gar nicht so viele Fälle, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. So ganz oben steht schon eine gesetzliche Regelung, und da gehen wir erstmal ins Heilpraktikergesetz. Deswegen, Manuela, gut auch zu wissen, du bist ja neben Physiotherapeutin auch unbeschränkte Heilpraktikerin. Ja, deswegen auch gut, dass du dabei bist und wir dieses Gespräch führen können. Und es ist eben so, im Heilpraktikergesetz ergibt sich im Wesentlichen, dass wenn man die Heilkunde ausübt, muss man Arzt oder Heilpraktiker sein. Ja, dann gibt es noch das Thema mit der Verordnung, dass man im Prinzip die Heilkunde auch ausüben kann. Mit Verordnung steht nicht im Gesetz, ist aber anerkannt. Aber hier haben wir zunächst mal die Chiropraktik ist Heilkunde. Das bedeutet also, sie ist auch gar nicht delegierbar in diesem konkreten Fall. Ich muss also unbeschränkter Heilpraktiker oder Arzt sein. Und wenn wir uns das erstmal vergegenwärtigen, ist das wichtig. Und im nächsten Schritt müssen wir überlegen, wo ist denn die trennscharfe Grenze? Das ist wirklich schwierig festzumachen. Und je mehr man sich mit Rechtsprechung auseinandersetzt, ist es eigentlich immer so, dass man ableiten kann, wenn es eine gleichförmige Bewegung ist, die der Therapeut vornimmt, wird man eher in das Richtung die Richtung Physiotherapie, manuelle Therapie gehen. Und wenn es eine ruckartige Bewegung ist, dann wird man in die Richtung Chiropraktik gehen. Also das ist das, was die
Da kann man ja therapeutisch von halten, was man will, aber das ist das, was die Gerichte eigentlich sagen. Das heißt, jede Sache, wo wir wirklich mit einem ganz kurzen Impuls arbeiten, wäre eigentlich das Thema Chiropraktik. Und wenn es eine gleichförmige Bewegung wäre, eine Traktion, die im Prinzip gleichförmig ist, würde man da eher von der manuellen Therapie ausgehen. Das zuerst mal so im Hintergrund. Das wird wahrscheinlich nicht für jeden einzelnen Fall 100% passen, das muss man sagen, aber das ist das, was die Rechtsprechung draus macht. Okay, interessant. Das heißt also schon, sobald ich dann so eine sogenannte, wir sagen dazu HVLA-Technik, High Velocity, Low Amplitude, ganz schnelle, kleine einrenkende Bewegungen mache und dann knackt das, dann könnte man das schon unter dem Stempel der Chiropraxis sozusagen ja, hinjustieren und dürfen dann nur die großen Heilpraktiker und die Ärzte machen. Wer jetzt den sektoralen Heilpraktiker für Physiotherapie hat, wäre der oder diejenige dann geschützt oder da ist ja nochmal eine Unterscheidung, ja, was darf ich nicht? Da geht es vor allem um den direkten Zugang zum Patienten. Aber auch dort ist dann die Chiropraxis quasi rausgenommen, wenn ich dich Na, jetzt richtig genau. verstanden Also habe. vollkommen richtig. Also da geht die Chiropraktik auch nicht, weil Chiropraktik ist dann keine Physiotherapie und der sektorale Heilpraktiker für Physiotherapie darf ja nur Physiotherapie machen. Das heißt, er darf auch die manuelle Therapie machen, wenn er sich das hinreichend zutraut. Man muss da nicht zwingend das Zertifikat haben, aber man muss im Fall der Fälle, wenn es vielleicht auch zu einer Haftung kommt, darlegen können, dass man hinreichende Kenntnisse von der manuellen Therapie hat. Dann ist die Frage, reichen die aus der Grundausbildung? Darüber lässt sich jetzt wieder fachlich trefflich streiten. Das Fass muss ich gar nicht aufmachen. Aber Chiropraktik scheidet auch da aus. Und ich würde jetzt auch sagen, dieses Thema, ob etwas knackt, ist dabei erstmal vollkommen irrelevant. Ja, also man könnte im Zweifel schon bei einer starken Massage könnte es irgendwo knacken. Ja, also das hat nicht zwangsläufig mit einem gewollten Einrenken zu tun. Das heißt, Einrenken heißt nicht automatisch, das ist Chiropraktik. Also das kann man so auch nicht sagen. Ne? Aber egal, ob ich jetzt sektoraler Heilpraktiker bin oder nur in Anführungsstrichen Therapeut, das macht keinen Unterschied. Okay, das ist ja auch wichtig, das nochmal zu unterscheiden und das für uns nochmal klar zu definieren. Jetzt habe ich noch eine andere Frage. Du hattest in dem Podcast, da bin ich drauf gekommen, auch darüber gesprochen, weil man ja meistens immer die Praxisinhaber zur Verantwortung zieht, wenn so, ja, Fehler passieren und man vielleicht dort einen Patienten hat, der da nicht mit einverstanden ist mit der Behandlung. Wie ist das jetzt rechtlich? Ist dann immer der Praxisinhaber dran, wenn der Therapeut, der angestellte Therapeut, die angestellte Therapeutin dort Fehler machen oder sich fahrlässig verhalten? Oder wird dann schon auch geguckt, wer hat die Behandlung durchgeführt und was hat er dort gemacht? Ja, also dieses Verstecken hinter dem Praxisinhaber geht und geht aber nur sehr begrenzt, muss man sagen. Okay. Ich sehe das mal so, ich bin ja normalerweise, wenn ich als Anwalt tätig bin, für die Therapeuten aktiv. Ich habe auch viele Patienten, die ich betreue, aber das ist prozentual deutlich weniger, als wenn ich Therapeuten betreue. Und da muss man sehen, bei den Therapeuten ist es so, dass wenn jetzt ein Rechtsanwalt einen Patienten vertritt und gegen eine therapeutische Praxis vorgeht, packt er sich, wenn er schlau ist, sowohl den Praxisinhaber wie auch den ausführenden Therapeuten. Wenn das jetzt identisch ist, ist es natürlich nur eine Person. Wenn es ein Angestellter ist, geht man gegen beide vor. Und im Einzelfall muss man dann schauen, wusste dann zum Beispiel der Praxisinhaber, dass der Therapeut so handelt? Konnte er das irgendwie unterbinden? Wie ist seine Verantwortung in dem Fall? Das wird dann im Zweifel zu klären sein. Und da kann es tatsächlich sein, wenn jetzt der Angestellte ganz wilde Sachen gemacht hat und der Praxisinhaber gar nicht weiß, was da gelaufen ist und auch gar nicht hätte drauf kommen können, dass vielleicht der Praxisinhaber tatsächlich draußen ist. Das kann passieren. Normalerweise, und das ist so in den meisten Fällen, ist dann sowohl der Praxisinhaber wie auch der angestellte Therapeut dran. Aber dass man als Angestellter sagt, ich habe damit gar nichts zu tun, alles gar nicht mein Problem, das ist jetzt in den seltensten Fällen der Fall. Da muss man auch sehen, bei der Haftung, es gibt ja ganz unterschiedliche Dinge. Also es kann sein, dass mal etwas passiert, ohne dass einer was dafür kann. Das nennt man dann schicksalhaft. Also ich kann ohne weiteres im Rahmen einer Behandlung eine Fraktur verursachen. Ich bin aber nicht schuld, weil ich ganz normal gehandelt habe und es für mich als Therapeut zum Beispiel nicht erkennbar war, ob ich nicht damit rechnen musste, dass es passiert. Dann haben wir im Zweifel am Ende einen Verletzten, aber keiner haftet dafür. Das kann sein, dass es das gibt. Ja?
Dann ist halt die Frage, es kann sein, dass etwas passiert, aber eigentlich hätte das nicht passieren sollen. Um das jetzt mal so untechnisch zu sagen, dann ist man normalerweise im Rahmen der Fahrlässigkeit. Das ist auch normalerweise eine Sache, die die Berufshaftpflichtversicherung übernimmt, weil die Berufshaftpflichtversicherung sowohl den Angestellten wie auch den Praxisinhaber versichert, ist dann fast egal, wer von beiden am Ende die Haftung hat. Die Berufshaftpflichtversicherung tritt ein und dann ist gut. Dann gibt es aber noch die Fälle der groben Fahrlässigkeit und da wird es dann gefährlich. Ja? Da sagt man, grob fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt grob außer Acht lässt. Damit ist der Rechtsverkehr und nicht der Straßenverkehr gemeint. Und wenn man sagt, das ist halt so eine Sache, wo man wirklich sagt, nein, das kann einem so eigentlich nicht passieren. Der ist so dämlich, das kann eigentlich nicht passieren. Ja, dann wird es gefährlich, weil dann kann zum einen auch der Praxisinhaber komplett raus sein, wenn er nicht damit rechnen musste, dass sowas passiert. Dann könnte die Haftung rein beim angestellten Therapeuten sein. Und wenn es dann ganz blöd läuft, kann es sogar sein, dass die Versicherung die Haftung ablehnt. Das heißt, beim Schaden, der entstanden ist, ist vielleicht der angestellte Therapeut komplett allein. Und das sollte man sich so ein bisschen bewusst machen, dass das sehr unangenehm werden kann. Genau. Also in diesem Sinne möchte ich hier nochmal darauf hinweisen, dass auch bei solchen Themen immer eine gute Behandlungsdokumentation Gold wert sein kann, oder Benjamin? Da kann man auch nochmal ein extra Video dazu machen. Auch im Hinblick auf die Blanko rückt das immer mehr in den Fokus und wird immer wichtiger neben der ordentlichen Befundaufnahme und ja, des Abfragens der Red Flags und so weiter und so weiter, dass einem dort keine fahrlässigen Fehler passieren. Ich meine, es kann immer mal was sein, ne? Das ist meistens nicht der Fall. Und ja, wir schauen, dass wir dort so akkurat wie möglich unsere Mitglieder und auch die Nichtmitglieder beraten. Und in diesem Sinne vielen Dank, lieber Benjamin. Das ist ganz interessant, auch mal zu wissen, was ist wenn, was darf ich machen, wo sind meine Grenzen, Rechte und Pflichten haben wir alle, ja. Und deshalb denke ich, dass das auch für uns immer mal wichtig ist, solche Sachen zu wissen. Dankeschön. Gerne, dann würde ich sagen, wir hoffen, dass dieses Video allen gefallen hat, die heute dabei waren. Vielleicht gab es die ein oder andere Erkenntnis. Und wir freuen uns über alle, die Mitglied beim VPT werden wollen, die unsere Kanäle liken, abonnieren. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao, tschüss. So.